Willkommen zum Tagessegen. Heute heißt es in der katholischen Leseordnung aus dem 1. Timotheusbrief im 2. Kapitel: Einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle ein Zeugnis zur vorherbestimmten Zeit. Einer für alle. Das bleibt das Christliche, das spezifisch Christliche, dass Gott sich in der Heilsgeschichte in diesem Jesus von Nazareth noch einmal ganz neu eingefleischt hat, noch einmal ganz neu sich hineinbegeben hat in seine Schöpfung und diese Schöpfung neu gestaltet hat. Einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Ich bin nicht allein mit Gott, sondern einer steht mir zur Seite, nämlich der Gottessohn, der aus mir heraus betet im Heiligen Geist, der aus mir heraus klagt im Heiligen Geist, der mich so kennt, dass ich weiß, da ist einer, der für mich eintritt und der zum Vater mich führen will. Dieses christliche Bekenntnis eint die Christenheit über alle konfessionellen Grenzen hinweg. Und das finde ich einen wunderschönen Gedanken, dass wir alle in diesem Christus einer sind und das nicht für uns, sondern damit die Menschen miteinander merken, sie sind auf einem gottgemachten menschlichen Weg. So segne sie der gütige Gott an diesem Tag heute, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.